Hallo und herzlich willkommen. Unser Let's Play Together geht weiter. Dickwanst und Meduin wieder dabei. Und wir sind ja in der letzten Folge ein bisschen on Tour gewesen. Und jetzt heißt es neue Kraft sammeln und dann geht es weiter. Und deswegen habe ich mich mal belesen, wie wir Schilder bauen können und bauen uns jetzt erstmal ein Schild. Für jeden eins. Oder für jeden gleich zwei. Ja, mach für jeden zwei. Ich weiß ja nicht, wie lange die halten. Die mich auch nicht. Und dann haben wir nämlich schon mal ein Problem weniger mit den, ach, wie heißen die Drecksdinger nochmal hier? Mit den Skeletten. Weil Ja. die sind ja echt Können wir aufs heftig. Schild schießen lassen. Ja. Ich kann übrigens jetzt richtig gut Brote bauen. Ich habe irgendwie richtig, richtig, Ja, brauchen wir ja auch. ja. Oh, guck mal. Warte, warte, Was warte. denn? Wie sehe ich aus? Na, wie sehe ich aus? Ja, hat was. Gladiator, hä? Sieh mal an. Hä? Also, ach, du kannst dir das. Ah, es kommt in die Schildhand. Ah. Ja! Jetzt kannst du noch ein Schwert in die Hand nehmen. Nimm mal ein Schwert in die Hand. Und das mal rechts legen. Lol. Man kann auch nicht zuhauen währenddessen. Okay. Ja, das hat was irgendwie. Irgendwie ist das cool. Ja. Oh, ich hab ein Ei. Ja, schmeiß rein. Und? Nix. Das sah so aus, als würdest du es gegen den Zaun geschmissen haben. Oh, warte, ich muss hier noch weiter abbauen, abbauen, Ja, abbauen. ich wollte ja nach unten wegen Dingens, ne? Jetzt renne ich die ganze Zeit mit so einem blöden Schild hier rum. Ja, es behindert halt einfach überhaupt nicht, ne? Ja, es sieht irgendwie komisch aus. Ja, also man merkt, da ist was, aber so schlimm finde ich das jetzt nicht. So, jetzt ist endlich wieder hier. Ach nee, ein Feld fehlt. Das ist unfassbar. Oh, ich kann wieder ernten. Ich kann wieder Zucker ernten. War da nicht sogar irgendwas, dass man daraus noch Bücher machen kann oder irgendwie Ja. sowas? Aus Braucht Bü man das Aber auch? da weiß ich nicht, ob wir das aus doch Zuckerrohr war Bücher, ja. Bücher brauchen wir für Bücherregale. Also wir können einmal über Kühe Bücherregale machen. Oder halt eben, dass wir ein paar Ender töten. Ein paar Endermen mit über Enderperlen. Wenn wir das End finden, dort ist ein Dungeon. Und in diesem Dungeon ist eine große Bibliothek. Die würde auch funktionieren, dass wir dort genug Ja, aber Bücherregale für den Verzaubertisch mitbringen. ich sag mal so, ne, du brauchst ja sowieso Bücherregale und wir wollen ja relativ früh schon am besten irgendwas. Wieso brauchen wir sowieso Bücherregale? Ja, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir kriegen jetzt auf Rüstung kannst du auch verzaubern, ne, oder? Keine Ahnung, ich glaube nur Waffen. Müssen wir Ich uns meine belesen. Rüstung. Aber wir müssen ja Aber auch Level farmen bis der Arschplatz, wenn du da irgendwas hochziehen willst. ja, klar. Also die ersten drei. Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Ich teste jetzt erstmal direkt das Schild. Toll, du testest jetzt schon das Schild. Ist gerade Nacht oder was? Ja. Ich baue mich weiter nach unten, dass man an vielleicht ein paar Diamanten kommt. So, der erste ist schon verreckt. Und das. Oh, okay. Hä? Wie krass ist das denn? Es spawnte einfach direkt vor meinen Augen ein Zombie. Ja, ist doch cool. Ja, ich dachte immer, die spawnen einen gewissen Abstand. Nö, nicht wenn es dunkel ist. Das ist richtig geil mit dem Schild. Wie viel hält's aus? Es hält mega viel aus. Also. Oh, wow, 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 wow. Ich habe hier nur einen Zombie gehört, aber irgendwie sehe ich ihn gar nicht. Die prallen halt so richtig kacke ab davon. Also es ist mit dem Schild vielleicht alles wesentlich einfacher, was wir aktuell relativ schwierig hatten. Ja, also vor allem Dinger sind jetzt die. Ich habe eine Schlucht gefunden. Ja, ich habe Komm. was zum Erkunden gefunden. Ist ja nice. Da werden wir unseren Spaß haben mit. Oh, wir werden unseren Spaß haben. Ja. Wir müssen uns auch zusammen runterbauen. Also hätten die nächste Höhle zum Erkunden. Ja, dann komme ich dahin. Ich Wir habe haben halt. 10 Brote. Ich habe nur noch vier. Ich habe aber auch noch die 4 Steaks, die du Ja, mir, dann glaube gib mir ich, die geben mal noch und musst. dann mache ich das alle.
So, hier haben wir noch Samen. In die Samen gebe ich dir lieber direkt. Das brauche ich nicht. Hier ist Samen. Ja, hau einfach rein. Warte mal. Hast du mal wieder eingesammelt. Da habe ich Futter. wieder eingesammelt, so rum. Fleisch. Chip, 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 chip. So, Ja, hier den nehmen wir Samen, Erde den mit. packe ich unten. Ich habe total viele Bögen bekommen. Ich habe halt leider keine Pfeile. Hast du Pfeile? Ja, 11 Ja, ich Pfeile. habe Ja, gerade geil. welche eingesammelt. Wie viele waren das? Vier oder so, ne? 11 habe ich jetzt Bei hier. 11. Ja, die haben wir durchs Killen von den Klamotten. Ich werde auch versuchen, die weiterhin stiefmütterlich zu behandeln, also selten zu benutzen. Die Pfeile, ja. Also, wenn man es gar nicht geht, dann schon, aber ansonsten nicht. Nö, warum nicht? Du brauchst sie wahrscheinlich. Also, sobald wir irgendwie mal hier eine ordentliche Farm haben, dann geht das wahrscheinlich sogar. Und dann kannst du da wahrscheinlich sogar verschwenderisch mit umgehen, wenn du halt einmal angefangen hast damit, ne? Ich mach noch eben ein paar Brote. Ja, dann gibst du mir gleich noch das restliche Essen. Ich habe jetzt 13 Brote. Ich gehe nochmal einmal kurz abernten. Ich bin jetzt übrigens Level 18. Also es hat ja nicht so wirklich viel Ja, auszusagen, ich bin aber 17. ja, geht doch eigentlich echt total klar. So. Los, tropf ein Ei, du Huhn. Ah, oh, ja, hier buggt jetzt schon wieder rum. Hier hat er auch Probleme. Was Warum kriegt. ist das so? Ich weiß es nicht. Komisch. Hier. Genau. Und das andere kannst du mir auch noch geben, wenn du willst. Das Gebratene. Viermal Na, wie gebraten. viel hast du denn jetzt? 9 Brote. Na, da habe ich mehr, okay. Da habe ich jetzt, Ah, ich gebe dir nachher einfach Essen wieder, wenn. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Jo. Das Problem ist, ich habe jetzt noch ein Steinschwert und noch ein Metallschwert, aber mein Metallschwert hat noch 20%. Ich habe sogar noch ein Holzschwert. Ich wäre auf jeden Fall dafür, wenn wir jetzt Eisen farmen, ne? Also beziehungsweise Eisen bekommen, dass wir dann auf jeden Fall diesen Barren machen, damit wir auf jeden Fall aus unserer Ja, da Eisensachen. brauchen wir noch ein bisschen mehr Eisen. Komm mal hier in die Ecke. Lass mich hier hin. Nicht runterfallen, vorsichtig. Was zur Hölle? Okay, jetzt müssen wir irgendwie da runterkommen. Lass hier runterbauen, also quasi Ich sehe wieder nicht, wo du zurück so ein hinguckst. Stück. Okay, in Weißt du, diese einfach Richtung. nur, ja, dass wir so am Rand so ein 2 Meter, auf jeden Fall 2 breit. Damit wir da nicht so krass, ja, ich Brauchst. boah. Warte mal. Ich baue Also hier an der die. Seite vorbei. Genau, bau mal hier so ein Ding, genau. Und da baue ich hier unten so eine halbe Plattform. Muss ja keine ordentliche sein, aber so eine halbe. Dass wir einen Anfang haben, verstehst du? Ja. Das ist total geil, dass man dabei da auch komplett arbeiten kann, ne? Mit dem Schild. Ja. So, also ich hätte jetzt hier unten soweit eine Plattform. Du müsstest es nur irgendwie jetzt zu mir runterschaffen. Ich lasse dich von oben mal bauen, ja? Ich baue schon mal das Eisen ab. Ja. Wenn ich jetzt hier auch noch mit abbaue, dann zu dir hochbaue, dann kriegt irgendwie Chaos. Ich weiß Ich halt sehe da nicht, wie hinten weit ich. Gold. Oh, das erste Gold. Oh, verdammt. Das war schon erschrocken. Es ist so hart provisorisch, ne? Ja, uns doch egal. Nee, das gefällt mir noch nicht hier. Aber läuft ja eigentlich echt ziemlich gut gerade. Also wir haben auf jeden Fall ein Problem, dass da hinten Lava runterkommt. Wir müssten die Lava wegblocken da hinten an der einen Stelle. Aber ich komme da nicht hin. Boah, es war richtig, richtig kaputt, ey. Obwohl da unten ist auch haufenweise Lava. Das hat richtig. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier vernünftig abbauen wollen. Wir könnten mal noch.
Brauche nicht, das brauche ich so. Danke. Bitte. Oh, da ist ein Zombie gefallen. Der fällt jetzt vielleicht in die Lava, oder? Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Ach, du meinst quasi jetzt so generell so eine Plattform bauen, die einmal rüber geht? Ja, erstmal nur, erstmal, ja. Eine generelle vielleicht nicht, aber zumindest so, dass man ein Stückchen weiterkommt. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich mache einfach eine Terrasse hier runter, okay? Wenn du es Also irgendwie quasi, hinkriegst. ja, kriege ich hin. Ich baue hier auch. Oh, Licht. Oh, das war mir erstmal wichtig. Jetzt sehe ich nämlich hier mal was. Wie? So. So. Jetzt habe ich jetzt zumindest schon mal so einigermaßen gesichert. Wir dürfen jetzt echt keine Blöcke unter uns abbauen, ja? Nee, das ist wäre tödlich. Da unten sehe ich Redstone. Jetzt die Frage, wie wollen wir das am sinnvollsten erkunden? Also ich baue jetzt hier erstmal so ein Stückchen runter, einfach nur, dass wir mehrere Etagen bauen können, wo wir vielleicht auch so eine Ebene bauen können, wie du da gerade gemacht hast, weißt du? Dass wir von mehreren Etagen die Sachen erkunden Ich können. könnte halt locker, ich würde das super, ich müsste nur einmal unten ins Wasser springen und würde wieder rauskommen und könnte mich dann nach oben bauen. Aber es wäre halt sehr riskant. Naja, das ist too risky. Also klar, no risk, no fun, aber weißt du, Oder soll der ich das Prop. Wasser da unten wegmachen? Was wäre die. Das Wasser ist da eigentlich scheiße, wenn wir da unten ankommen, oder? Ja. Ich baue mich mal da oben zu dem Wasser hin, okay? Dass wir das wegkriegen. Mach, ja. Mal gucken, wie weit oben das ist. Ach, das ist gar nicht so weit oben. Jo, Wasser ist weg. Das war ja leichter als gedacht. Der erste Strom von Wasser. Ich kümmere mich um die ganzen anderen Wasserströme, die hier noch sind. Ja, mach du da. Genau, Du ich mache müsstest nur jetzt. irgendwann nach unten rauskommen, ne? Ja, keine Sorge, da arbeite ich dran. Gut. Ich arbeite mich gerade Block für Block runter. Aber so, dass man da auch gut runterkommt und nicht so runterkrüppeln muss. Aber das ist halt auch total Zeit ressourcend. haben wir. Ich habe keine Blöcke mehr zum Abbauen. Zum Zum Abbauen, zum Bauen. Anbauen. Zum Anbauen. Ja, ich hab genug. Also wenn, wir machen ja quasi genau das Entgegengesetzte. Jo. Also, nicht wundern, ich habe Zweiter das jetzt Wasserstrom auch ist weg. ein Soll ich da bisschen hinten schon. den Lavastrom auch wegmachen? Oh ja, ich glaube schon. Also klar, Lava braucht man irgendwie mal, ne? Da unten ist genug Lava, aber der Strom, der von oben kommt, ist halt scheiße. Ich mach den weg. Ja. Safety first, ne? Oh, ich habe hier sowas schönes Blaues. Ja, denk dran, mit Eisen ein Ding abbauen. Nee, 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 hier, kein Diamant, sondern was anderes. Illuminus Lapius, das musst du, glaube ich, auch mit Eisen abbauen, oder? Nee, nee, hat funktioniert. Okay. Ich hätte zur Not aber immer noch eine Eisenspitzhacke dabei. Ich komme hier oben jetzt an ganz ein paar Ressourcen ran, die baue ich auch gleich noch ab, ne? Ja, klar. Alles mitnehmen. Wir nehmen es zum Spaß. Das ist hier zum Spaß, okay. Nicht zum Spaß. Ja, aber du bist ja bis jetzt noch nie gestorben. Also ich finde, also um jetzt nicht zu sagen, Respekt, aber du meintest ja so, ja, ich sterbe auf jeden Fall und will schon sehen Ja, und du hast ja gesehen, wie knapp es manchmal war. ja, aber es hat immer funktioniert. Der Lack von mir hat da scheinbar geholfen. Ich brauche mal dein Material, dein restliches. Ich guck mal eben, auf welcher Ebene ich hier bin. Oh, ich bin schon relativ gut hier unten. Ja, sieht gut aus. Gib mir mal dein Material. Wenn du nämlich hochguckst, hier links, siehst du da hinten? Ja, Da oben hinten, überall alles. da bin ich, da baue ich gerade die ganzen Ressourcen ab, die da oben noch versteckt sind, in der Schlucht. Ja. Wow. Möchtest du hier auch einmal Wasser weg, einmal mit Wasser Dingensen? Habe keinen Eimer dabei, ja, kann ich machen gleich. Soll ich ihn einmal kurz holen? Ja.
Ist ja noch nicht. Noch sind wir nicht. Ist es ja. Das ist, wir haben diese Schlucht ja direkt von unserem Haus aus gefunden. Wir hätten auch Pech haben können, ich hätte direkt drüber gebaut, ne? Es war pures Lack, dass ich die gefunden habe. Ja, passiert, ne? Aber ist ja gut. Also ich bin jetzt genau auf der Ebene von Vom Grund der Schlucht. ja. Also soll ich dir einmal Wasser geben, du machst selber oder soll ich? Kannst du auch machen. Ich habe oben halt noch nicht abgebaut jetzt, ne? Dann geh mal ein Stückchen zurück. Oder oh nein, ich mache dir das von oben. Haha, ich mache das von oben, ist ja viel cleverer. Ja, mach du mal. Oh, ich fange schon mal an, hier auszuleuchten. Geh du da mal weg, wo du gerade bist. Okay. Vorsicht, Wasser. Ja. Warte, läuft noch. Okay. Läuft. Ist weggenommen. Vorsicht, noch mehr Wasser. Dann hat aber keine Lava. Das ist halt nicht so geil. Müssen wir gerade die Lava wegbauen. Die sollte vorher noch mal irgendwo einen Lavabrunnen setzen. Aber einen Lavabrunnen gibt es doch gar nicht, oder? Doch klar, du kannst draus machen. Aber doch nicht unendlich viel Lava, oder? Doch, klar. Echt? Ja, warte, ich zeig dir das. Wusste ich gar Da unten ist nicht. übrigens ein Zombie gewesen, ne? Ja, habe ich schon getötet. Okay, Ich mache mir sofort direkt kurz einen Prozess. das Wasser läuft noch so. Warte, ich zeig dir ganz kurz. Ich mach ganz kurz das Wasser irgendwo dran, dass ich es wieder kriege. Sollen wir auch Obsidian hier abbauen, oder? Ach, sie Klar. geht mit Diamantspitzhacke, oder? Weiß ich gerade nicht. Zuerst mal hier nur kurz. Lol, okay, das ist jetzt eine blöde Stelle gewesen. Da ist. Okay, hier ist überall Dingens drunter. Okay, dann halt anders. Dann. Dann halt so. So, da kommt jetzt mein Wasser erstmal rein. So, du willst jetzt einen Lavabrunnen haben. Und zwar, ich gehe mal eins höher, weil wir hier Platz brauchen. Aber generell so ein Lavabrunnen ist halt nicht schlecht, ne? Ja, den müsst ihr halt ins Haus oben reinsetzen. Aber warte mal, hier drüben ist ja doch viel sinnvoller, Also dass wir quasi den. genau wie einen normalen Wasserbrunnen baust du den. Genau. Achso, ja, dann sag das doch. So ein Untermensch bin ich nicht, dass ich nicht weiß, wie das. Wir können ja trotzdem einen bauen, bevor ich jetzt hier alles wegblocke. Denken wir uns dann, oh, hätte mal einer mal einen Brunnen gebaut. Verstehst du? Weil ich kann jetzt, wenn ich dir das Wasser oben richtig jetzt hinsetze, kann ich dir hier unten die Ebene komplett belaufbar machen. Das wäre halt ziemlich cool. Könntest du das Wasser hier entfernen? Ja, kann ich gleich machen. Das dauert aber noch einen Augenblick. Erstmal habe ich jetzt hier. Okay, der Lavabrunnen brauchen wir. Lavabrunnen hingesetzt. Den müsste ich auch ganz kurz mal noch so schützen, dass der von oben nicht genommen wird. Ja, kein Ding. Relativ viel Eisen habe ich hier schon gefarmt. Also bei dem musst du echt aufpassen bei diesen Lavabrunnen. Sag's dir. So. Ich hoffe, da läuft nichts rein. So, ich kümmere mich. Ah, ich brauche mein Wasser. Da oben ist noch Kohle, ne? Ja. Ich weiß gerade nicht, wo du einen Lavabrunnen hingesetzt hast, deshalb bin ich Komm, gerade. komm, komm, komm. Ja, hier. Hier. Ah. Ja, du machst den auch direkt tricky da so krass rein. Dass ich jetzt nicht aus Versehen ihn mit Wasser überschütte. Weil ich jetzt mit Wasser oben arbeite. Hat ja einen Sinn, okay? Der Waterman. Hast nicht mit gerechnet, dass ich hier so eine blöde Begründung bringe. Ist mir ja egal. Hauptsache, das hat funktioniert. Ah, wir haben so viel Kohle mittlerweile, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Wo ist noch mehr Kohle Kohle? fließt. So. So, Wasser hier hinten ist weg. Gut. Ich plündere weiter, einfach die Dingens aus, ne? So, pass auf, da wo du jetzt bist, komme ich jetzt so kurz mit Wasser hin. Kein Ding. Müsste passen, dass alles weg ist. Nope. Doch. Einmal mit Profis, weißt du.
Oh, die Zeit ist um. Wer ist dran? Weiß ich nicht. 2, 4, 6, 7, die siebte. 7 ist 14, ist gerade du. Ich bleib hier oben übrigens. Nein, ich hab gerade schon. Aber ist egal. Du hast gerade anmoderiert, oder? Warte, ich zähl nochmal richtig. Moment. Also 1, 2, 3, 4 haben wir gemacht. 5, 6, 7. Das ist die siebte Folge. Die siebte Folge ist die 14. Die 14 ist gerade machst du. Ja, gut, dann mache ich das. Zombie? Ist der schon da? Ja. Nee. Doch, oh. Der kommt auf dich zu, oben hinter dir. Ah, da, ja, okay. Kannst du ja abmoderieren, während du ihn tötest. Oh, da ist ein Kleiner, der gerade eben gespawnt. Ja, ich moderiere einfach ab hier mit dem Kleinen, das geht noch. Wow. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Dickwanst. Und dann sag ich mal, tüdelü bis demnächst, beziehungsweise bis in 2 Tagen. Tschüss! Tschüdelü!